Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe aus dem Coinhunter. Ja, heute sind wir mit David unterwegs, aus dem Relics Hunter heißt sein Kanal. Ich glaube, er wird sein erstes Video eigentlich heute beim Beginn ausbringen. Wir waren gestern noch um 5 Uhr am Abend da, da war es schon finster, wir haben geile Funde gemacht. Also für mich mein Highlight war, der David hat einen Reispfennig gefunden. Finde, habe ich noch nie gefunden, das muss ich sagen. Habe ich aber geil gefunden. War super erhalten von 1938. Da waren ja noch die Münzen aus Bronze und vor dem Krieg noch, weil sie danach für die Herstellung von Munition und alles braucht haben, die Bronze und so. Da waren sie dann aus Zink. War super erhalten. Grüne Patina. Ne? Auf jeden Fall, wir sehen uns bei einem guten Signal. Bis gleich. Ja, hier haben wir einen 87er Lightheart. Ich glaube, was Kleines. Oh! Guck mich das an. Oh, es ist ein Knöpfel. Ein Knöpfel an. Aber da unser erster Fund für heute. Oh, wir sehen uns gleich wieder. Oh, habe ich da gerade was ausgegraben, weil ich habe gerade einen Kurs. Ist da noch was? Das geht! Das stimmt! Was habe ich? Oh! Habe ich jetzt ohne euch rausgekramt. Weil ich habe da gerade ein Video gemacht. Ja, ich komme zu dir gleich. So, heute dritte Knopf. Ist glaube ich ein schöner Knopf. Es schneit. Ich hoffe, die Linse wird jetzt nicht nass. Und wenn es nass wird, tut es mir sehr leid. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Jetzt. Das ist ein 82er Leitwert. Ich hoffe, es ist jetzt nicht kein Knopf. Ah, der David ist neben mir gegangen, sehe ich gerade. Wo ist denn das? Noch drin, okay. Ist er noch drin oder ist draußen? Schauen wir schnell. Gehe ich auf der Seite hier kommen. Jo. Hier auf der Seite haben wir mal Ding ran. Ist immer noch drin oder wie? Okay, jetzt ist mal draußen. Ich hoffe, es ist was Gescheites. Okay, schaut mich schon so an. Ja, bleib Lombe, hab ich mir gedacht. Jo, bleib Lombe, wir sehen uns gleich wieder. Ja, 77, 78er Lad hat wieder an der Oberfläche. Schauen wir mal. Wo ist es? Okay, hier ist es. Ich glaube, es ist was Kleines. Es gibt's ja nicht. Ist das ein Knopf? Nee. Nee, ist eine Bleiblombe, ne? Ja. Heute geht anscheinend nichts mit den Münzen. Noch nicht. Ja, Münze haben wir hier. Ah, Bleiblombe.
mal rein. Sind uns gleich riesig, man schlaft so bis gleich. Wir hier haben ein 87-85er Ladwert. Mal schauen. Könnte jetzt theoretisch wieder Alu sein. Aber man sieht den Hund. Das ist nämlich ein sehr David. Was liegt denn da? Oh! Oh! Was ist das? Ich hab schon gewacht, was mit dem Muster drauf. Ich dachte, gut, habt ihr ja, so. Ja, das war mal Instagram drin, ne? So, was habe ich denn da gefunden? Ist das Blei? Ja, ich schätze eine Bleiblombe wird es sein. Ist eine Bleiblombe, oder? Ist so. Dankeschön. Ja, da ist nichts. Eine Bleiblombe, eine größere. Oh! Hey, ist ein geiles Muster da. Oh! Vielleicht von irgendeiner Vase oder so. Also stimmt's doch. Ja, ja. Schau, das hat gerade der David geschaut. Das kommt dann in seinem YouTube-Video vor. Ich glaube irgendeine Vase, top. Ja, ich weiß, aber es hat ein schönes Muster, finde ich. Ich finde, es hat ein schönes Muster. Ah, der Schnee ist schön. Jo, wir sehen uns gleich wieder. Ja, ein 78-75er Ladwert. Ich tue mit ein bisschen knacken dabei. Kann Eisen sein. Hab's gewusst. Oh, das ist eine Patrone. Ist das eine Patrone? Ne. So ausschaut. Echt? Alter! Ui! Ist das ein Stecker oder? Oh. Ich finde auch Bleiblomben. Ne, Bleiblombe. Ah, doch. Wir sehen uns gleich wieder. Schaut das nicht cool aus, wenn es so schneit, man suchen geht. Das macht ja dann gleich viel mehr Spaß, das Suchen. Jo. Wir sehen uns bei einem guten Signal wieder. ...87-88er Ladwert. Ist aber geil an der Oberfläche. Was ist denn das? Das Eisen. Oh! 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 Fette Gürtelschnalle haben wir hier. Aus Eisen. Jo, gut. Ja, ein Oberflächen von 98er Leitwert. Probieren wir mal zu kramen. Ich schätze, oh. Ist das eine Mutter oder was anderes? Ja, es ist Schrott, oder? Hätte irgendwas drauf? Nee. Schrott. Oh, das ist jetzt an der Oberfläche gelegen, das hat man so sehen können. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, aber wenn ihr eine Idee habt, schreibt es das ruhig in die Kommentare, würde mich freuen. Aber es hat hier einen Stecker drauf. Also wird es irgendwas sein. Wir nehmen es einmal mit und dann reinigen wir es dann. Ist klar. Ja, hier haben wir einen 86-84er Leitwert. Kramen wir den einmal. Okay, draußen ist. Okay, schauen wir mal. Das ist meine erste Münze heute. Ich hoffe es.
Oh. Ja, ich glaube, das, ja, das ist eine Münze. Wenn es eine Münze ist, ich blende es euch oben rechts an. Knopf ist nichts. Ein Knopf ist es nicht. Ja, wenn ich erfahre, was es ist, es schaut mir nach Bronze aus, also könnte man noch was machen. Ja, blende ich euch rechts oben rein. Ein. Entschuldigung, dass ich mich so oft verspreche, Alter. Ist ein bisschen kalt heute. David hat auch schon 6 Münzen gefunden. Ich mit einer noch ganz weit hinten. Jo, wir sehen uns gleich wieder. Anscheinend habe ich jetzt wieder was ausgegraben, was cool ist. Und nicht gefilmt. Mal schauen. Was ist denn das? Was haben wir da? Ha? Das ist eine Überraschung für mich. Zeig. Au! Oh! Schau. Da schauen wir da, Alter, was ist denn das, ein BMG oder wie ist denn? Ist auf jeden Fall von einem Flugzeug, glaube ich. Oder von einem Flak. Nein, vom Flak nicht. Wie ist der einfach da? Da hat sich der Krieger abgespielt anscheinend. Ui, da. Da schauen wir dann am Stempel daheim nach. Das glaube ich, eh. Das sieht man ja mit dem bloßen Auge. Da schauen wir aber mit dem Stempel. Vielleicht ist es ja von den Amis. Jo, wir sehen uns gleich wieder. So jetzt spontan eigentlich. Guter Wisch, ja, bis gleich. Ja, was? Ja. Ich glaube, ich habe hier ein Oberflächeneisen gefunden. Oder? Was habe ich denn hier, Alter? Schau, ich hab. Oh. Dann kann man das abnehmen. Schön, oh geil. Schau, ich hab keine Ahnung. Oh. Ich hab keine Anteln gefunden. Oh. Oh. Schaut aber lustig. Bis gleich. Okay, das kommt fett mit den 80er Leitwein ran. Könnte Eisen sein. Was ist? Münze oder? Ja, lass mal die Münzprofi tauschen. Glaube ja nicht, weil. Oh, das kann. Kann. Blei, glaube ich. Ja. Kann, aber. Das kann eine Münze sein. Aber warum ist das dann hinten abgebrochen? Das weiß ich nicht. Müssen wir uns daheim anschauen. Es kann Blei sein, aber irgendeine Münze. Na? Ganz vorne ist es. Ach, die Halfspule schaut aus. Ja, dreckig. Ah, das macht ja nichts. Ach, cool. Eine Münze haben wir hier. Schauen wir mal, welche, ob man es erkennen kann. Blende ich euch rechts oben rein, wenn ich es rausfinde. Auf jeden Fall was Kleines. Ja, ich schätze. Das ist eine schwarze Patina. Ne, ich glaube, ich erkenne eins. Dann weiß ich schon mal. Ich glaube, eine eins. Ein Groschen, glaube ich, haben wir da. Ja, ich glaube, ein Groschen. Egal, blende ich euch trotzdem oben rechts an. Oh. Münze ist doch Münze, ne? Jetzt ist die Frage, wo ist sie jetzt hingeflogen? Ah, hier. Hier ist die Münze. Münze ist Münze, ne? Besser als nichts. Ich glaube, das wird ein bisschen ein längeres Video. Wir werden noch ein bisschen gehen und ja, wir sehen uns gleich wieder.
Sorry Leute, mir ist gerade unterm Film, also unterm Ausgraben, die Batterie leer geworden. Mal schauen, ich weiß jetzt nicht, was das ist, habe jetzt nicht weiter geschaut. Wo war es schnell? Okay, eine Münze, ne? Ach cool, ich glaube schon wieder eine Münze. Scheiße! Entschuldigung für die Kraftausdrücke. Schade, weil ich es nicht aufgenommen habe. Jo, wenn ich es herausfinde, blende ich es euch rechts oben an. Schaut nach Kupfer aus, wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute, das war's mit dem Video heute. Abonniert Austrian Relics Hunter, hätte ich mal gesagt, oder? Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da unten ab und wir sehen uns dann wieder in ein, zwei Wochen. Und ja. Na doch, wir sehen uns wieder. Es macht euch Spaß suchen. Jo, es ist kalt. Auf jeden Fall, es schneit noch. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann.